Hallo meine lieben Leutchen und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht erinnert euch noch vor nicht allzu langer Zeit, jetzt ist mir fast runtergefallen, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mal dieses schicke Set reviewed. Das ist der Imperial Troop Transport von 2015. Und das, ihr erinnert euch ja vielleicht noch, da waren vier Stormtrooper drin, die habt ihr auch eben noch gesehen. Und ja, heute habe ich was ganz Spezielles für euch. Ein Polybag mit einem Stormtrooper Sergeant drin. Also eine Figur, die nun wirklich über diesen anderen Figürchen noch irgendwie zu regieren versucht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Polybag gab es vor einer Zeit mal bei Toys R Us. Und das haben wir hier ja so die Verpackung vorne drauf schön abgebildet. Das ist noch das alte Zeichen. Das ist ein Stormtrooper von Rebels. Und der Stormtrooper kommt übrigens auch von Rebels. Hier unten haben wir trotzdem schon das Disney-Logo, obwohl er noch nicht so alt ist. Obwohl er schon recht alt ist. So, Mann. Und jetzt haben wir hier hinten ein paar Teile noch zu sehen. Also sieht man so ganz gut. Und hier hat man halt diesen durchsichtigen, wie soll man es nennen? Diese durchsichtige Verpackung hinten noch, so ein Streifen. Und ansonsten nicht viel Spannendes mehr dazu zu sagen. Und ich würde sagen, wir machen den einfach auf. Ich warte schon sehr, sehr lange auf dieses Review. Also auf diese Figur, weil ich habe die bisher noch nicht einmal aufgebaut gesehen, wobei es auch nur einen Unterschied zu der normalen Stormtrooper-Figur gibt und den erzähle ich euch gleich. So, wir finden hier jetzt genau diese Aufreißlasche unten wieder hier und oben natürlich auch. Und genau da werden wir das ganze Teil jetzt auch schön cutten. Boah, ich traue mich fast gar nicht. Aber wir müssen. So, komm, machen wir's. Die Teile haben wir ja eh schon gesehen. Schön den Stormtrooper durchreißen und auskippen, was wir hier so bekommen. Und zwar nichts. Schockmoment. Also der Kopf ist schon mal da, das haben wir jetzt schon bewiesen. Und jetzt haben wir hier auch noch einen Stormtrooper-Körper. Ach komm schon, den Blaster haben wir auch. Das Beinteil und der Kopf. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Wichtigste. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der nicht rauskommt. Ah, hier. Oh, das ist ja ärgerlich. Der steckt hier so richtig schön drin. So, den hätten wir auch. So, also jetzt haben wir das Polybag leer. Und ich bin happy. So, alle Teile hier hin. Und dann bauen wir das Ganze doch am besten mal zusammen und schauen wir uns das mal in einer 360-Grad-Drehung an. Ich bin so mega gespannt. So, hier haben wir jetzt die wundervolle, schöne Figur und ich finde, das macht echt einfach nur viel her. Also ich kann gar nicht genügend Lob darüber aussprechen, also die ist wirklich cool gemacht. Der einzige Nachteil, es ist einfach komplett eine Figur, also ein normaler Stormtrooper. Das kann ich auch gleich nochmal eben daneben halten. Also hier haben wir auf jeden Fall dieses Cape, diesen Schulterpolster oder so. Und einen normalen Blaster bekommen wir hier auch dabei. Das hat mir sehr gut gefallen, weil wir hier mal keinen von diesen Stud-Blastern bekommen, die zu den Stormtroopern generell nicht so passen. Und jetzt stelle ich hier nochmal kurz einen normalen Stormtrooper hin. Und da kann man recht gut erkennen, die sind eigentlich gleich. Der einzige Unterschied, der den Stormtrooper Sergeant jetzt von dem normalen Stormtrooper unterscheidet, ist also dieses Cape. Und für ein Cape so viel zu bezahlen, also teilweise gibt es Leute, die haben im Internet ziemlich viel dafür bezahlt, den zu bekommen. Und also ich habe nicht sehr viel dafür bezahlt, die gab es ja mal bei Toys R Us und dann habe ich mir den da geholt. Zum normalen Minifiguren, Star Wars Minifiguren Polybag Price. Preis. Und daher bin ich einfach nur stolz auf diese Figur, weil für so einen Preis kriegt man normalerweise keine Star Wars Figur und schon gar keine Stormtrooper Figur und dann auch keinen Sergeant zumindest. Dieses tolle Teil hier ist dann auch noch richtig genial gemacht auf jeden Fall. So, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin auf jeden Fall ziemlich happy darüber. Hier ist nochmal die Verpackung. Kann man gar nicht sehen, aber auf jeden Fall könnte man sehen, wenn Kamera raus wäre. Ist auch egal. Also ich denke mal, das war's schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt. Also Frevel und so. Ansonsten checkt meine anderen Videos aus und schaut mal rein. Und die Hauptsache ist, bleibt immer schön am Bauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!